unheimlich flüssiger. Vielleicht trotzdem immer noch ein bisschen grisselig, aber mein Gott, immer. Wochenende eigentlich vielversprechend, einigermaßen vielversprechend verliefen. Aber naja. Hauptsache Pfunst. Mal so, ne? Ja. Komm si, komm sa. Erste Zeit. Erste Zeit jetzt von Mathieu Leck 1,55076. Ja, von Schuld nur eine 57,3. Roger Rubin ist eigentlich im zweiten Sektor gut gefahren. Ja, setzt sich natürlich dann auch direkt schon auf 2. Ja, 55,2, gerade mal 2 Zehntel hinter ihm. Hinter Maciolek. Runden dahinter. Was ich gerade beobachtet habe bei Oliver Division, die Boxeneinfahrt ist ja mal. Also ich bin die noch nicht gefahren, ne? Die ist halt ja, echt tricky ein unübersichtlich. Ja, das stimmt. Ich meine, hier sind ja auch einige unübersichtliche Kurven dabei, aber das dann in der Boxeneinfahrt fortzusetzen, also wer da den Bleistift in der Hand hatte, ey. Ja. Ganz dünnes Eis. König Ludwig, bist du heute erste Mal hier bei uns? So, aktuell Aston Martin auf 1 und 2. Und Ad. Was? Ja. Na, der Andreas Maciulek hat die Boxeneinfahrt, glaube ich, mal entdeckt. Okay. Und ist da ein bisschen zu schnell rein, also. Hoffentlich hat die jeder jetzt einmal probiert, dass im Rennen da nicht wieder irgendwelche ungewollten Missgeschicke. Leben. Ah, wir sind gerade auf deinen einzig verbliebenen Schützling im Moment. Der auch einmal die Boxeneinfahrt übt. Ah, hat er sogar ganz gut hinbekommen. Ah, aber die Bots, die haben ganz schön Problem beim letzten Knick. Sogar mit den Schaden raus. Oder kommt er überhaupt an den Schaden? Hat man das schon mal ausprobiert? Na, wie gesagt, König Ludwig oder Ludwig, ich nenne dich jetzt nur noch Ludwig. ich lese deinen Namen zum ersten Mal, deswegen fragte ich. Oder hast du dich jetzt erstmal vor kurzem bei Twitch angemeldet? Aber wie gesagt, neue Gesichter in Anführungsstrichen immer gern gesehen. Markus, hast du eventuell einmal aktualisiert? Schon? So vielleicht als Tipp? Nur noch 2 Minuten in dieser Trainingssession. Das bedeutet für Martin Krause jetzt, dass er jetzt schon nicht mehr reinkommen kann. Ich kann ja mal schauen, ob er sich jetzt hier online gestellt hat oder so, oder ob er jetzt vielleicht angekommen ist. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ja. Okay, ist nicht der Fall.
Okay. Aber Einladung hattest du trotzdem geschickt, ne? Ja, klar, habe ich trotzdem geschickt. Selbstverständlich. Ja, kann ja sein, dass er hier auf Curbs macht und sich offline Anzeigen macht. Nee, nee, nee. Ja, guten Abend, Angie. Ah, okay, Marcello schreibt schon, Twitch-Problem. Naja, wie gesagt, am Wochenende habe ich auch mal den einen oder anderen Teststream gemacht, da lief das eigentlich ganz gut. Aber naja. Mehr als runter auf 540 Pixel Standard will ich eigentlich auch schon nicht mehr gehen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass das Twitch wieder in den Griff bekommt. Ja, freut uns zu hören, Ludwig. Und mich brauchst du nicht Moderator nennen. Ich bin jetzt, heute ist der Hauptmoderator hier, der Streamer, Pascal, also ich. Und mit mir ist es halt der, ja, mit in der Kommentatorenkabine der Jan Körbs. Genau. Juju. So, Trainingsergebnisse. Schauen wir mal ganz schnell. Also die einzigen beiden, die 55er gefahren sind, sind die Aston Martin. Ja, und dann 1,5 Sekunden dahinter der Bentley. Und dann die beiden McLaren, René Zeifen und Dominic Taylor, Audi Z4. Also, da kann man noch keinen wirklichen Ansatz hier erstellen, sage ich mal. Also Theorie, wer hier jetzt wirklich das beste Auto hat. Ja. Vielleicht den Aston ein bisschen favorisieren jetzt. Aber wer Okay. weiß, was sie für einen Tankinhalt hatten. Christoph schreibt gerade auf dem iPhone, auf der App werden wir als offline angezeigt und am Laptop laufen wir. Ja, moin Yoga. Also bei mir schaut's, spinnt's gerade auch ein bisschen rum. Wird immer wieder offline angezeigt, obwohl er nicht offline ist. Ja gut, heute ist natürlich auch Release von Wildlands gewesen. Ja. Könnte natürlich auch dann eventuell heute Probleme geben. A, auf der PlayStation selbst. Und natürlich, ja, wollen viele das auf Twitch übertragen, könnte ich mir vorstellen, dass das dann nochmal so einen kleinen Ansturm gibt. Also, da muss man eventuell doch noch mal abwarten, was sie jetzt hier zaubern können. Ja, Sascha Hagel wird auch jetzt die erste Zeit setzen. Ja, namens Patrick Schupitzi, namens Andreas Watzi. Wen haben wir noch? Der Franz ist online. Michi, moin. Der Banana. Der Banane. Banana! Hagel schon im ersten Geschlängel durch. Ja, die Doppelrecht sah auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Die Schikane hier, die kann man eigentlich ziemlich voll nehmen. Und dann kommt diese unangenehme, ja, ich würde fast sagen, sind eigentlich zwei Kurven, aber die kannst du wirklich in einer Kurve fahren, die Rechtskurve. Und dann geht das dann auch nach einer kurzen Gerade wieder in so eine unangenehme, ich sag jetzt mal fast Steilkurve, die nach links bisschen anhebt, ist auf jeden Fall schwierig zu fahren. Es sind halt, wenn du es so siehst, beides, wie gesagt, zwei Kurven mit zwei nochmal weiteren Kurven. Aber wenn du halt eben die Linie triffst, was wir angesprochen haben, dann kannst du wirklich aus diesen zwei Kurven jeweils eine machen und kommst da schneller durch. Wenn du da den Fluss findest. So, Sektorzeiten. Uns mal anschauen.
Ja, im Moment Hagel der schnellste. Im ersten Sektor auf jeden Fall. Von Blümer, aber ganz dicht. Im zweiten Sektor Roger Rubin. Hauptmatscholik im ersten Sektor ziemlich weit abgeschlagen im Moment auf jeden Fall. So, 53,9 von Hagel. Blümer 54,1. Oh, jetzt kommen die ganzen Zeiten rein hier. Mario Feelgood 54,9. Roger Rubin 55,1. Im Moment wirklich am knappesten dran Severin Blümer. Lacun 55,8. Dominik Taylor 57,1. Ah, was zeigt uns eventuell Maciolik noch? Ja, Severin Blümer ein Zehntel schneller gewesen im letzten Sektor. Ja, Maciolek nur eine 55,1. Ja, sind sie eventuell im Training doch nur mit leerem Tank gefahren, um erstmal die Konkurrenz ein bisschen den Atem zu rauben? Das kann sein. Aber weißt du, was mir gerade den Atem raubt? Ja. Mit Kugel im Roulette. Okay. Nein. Das wäre natürlich schade. Also. Maciolek 46,8, immer noch 4 Zehntel langsamer als Hagel im ersten Sektor. Tag John Bordello. auch schöner Nick. Aber das ist ja auch schon krass jetzt. Nach dem Drittel des Qualifyings schon zu sehen, ja. Sascha Hagel direkt mit 53, die einzigste 53. Einzige Richtig. 53er Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Einzigkeit kannst du nämlich nicht steigern, außer du sprichst von mir. Ist ja auch. Und dann, aber dann schaut man hier wieder noch zwei weitere Z4 auf 2 und 3. Ja, ist Dann der schon AMG auf 3. auf Vier. vier. Ja, ich muss noch mal reinkommen. Aber der ist schon eine gute Sekunde dahinter. Ja. Ja, wobei Sascha Fuchs natürlich auch 7 Zehntel, ne? Severin und Sascha Hagel, die haben da schon eine gute Zeit gesetzt. Severin fährt jetzt sogar noch mal raus. Ja, wer setzt hier gerade noch eine Zeit? Olli Division. Ja, der fährt, hat scheinbar auch nicht gut erwischt. Also eine 46er muss man schon sehen, um in der vordere Hälfte zu kommen. Severin Blümer kriegt jetzt hier sogar schon eine Zeit gewertet. Boah, Sascha Fuchs im ersten Sektor absolute Bestzeit, eine 46,2. Candy Canes, ich denke mal, der meint die Curbs, ne? So, macht Sascha Fuchs jetzt seinem Teamkollegen gleich und setzt sich gegebenenfalls auf Platz Nummer 2. Ah,
letzte Kurve. Hier kann man sich eigentlich noch ziemlich weit raustragen lassen. Ja, und zweiter Platz. Das ist natürlich die Frage. Ja, verdammt eng zwischen Severin und Sascha. Fuchs, muss man ja sagen. Da sind ja zwei Saschas in dem Team. So. Gehen wir mal auf René Zarfen, weil die R8, die hattest du ja auch mit auf der Liste. Ja, Namen du Frettchen. Ja, 46er Zeiten schaffen scheinbar im Moment nur die ersten 5 im ersten Sektor. Ja, warten wir ab, es ist jetzt die Hälfte vom Qualifying vorbei. In der zweiten Hälfte kann natürlich wieder alles anders ausschauen. Da können die ersten zum Beispiel eine 52er fahren, auch wenn das unwahrscheinlich ist. Es ist möglich. Ja, lieber Markus, zu Formel 1 2016 kann dir wahrscheinlich gleich der Herr Körbs noch was zu sagen. Gleich oder sofort? Also 16er, das ist schon gut. Also wenn du das 15er gespielt hast und dir dann gesagt hast, nee, ich spiele das Spiel nie wieder, dann hol dir 16er. Weil es ist halt alles viel besser. Also der. Also jetzt ist es natürlich Schleichwerbung, ne? Aber ja, es geht sich ja jetzt hier um Markus, ihm mal ein bisschen zu helfen. Also der Multiplayer ist natürlich grundsätzlich erstmal komplett überarbeitet. Du kannst natürlich mit 22 Fahrern in der Lobby fahren. Es gibt auch keine Verbindungsprobleme mehr. Dann gibt es natürlich noch eine ganz große Karriere, sage ich mal. Also du kannst wirklich in dein Team reingehen und dann quasi das Auto mitentwickeln über 10 Saisons. Quasi mit dem schlechtesten Auto to the top fahren. Das ist wirklich mit allen Teilen verbessern. Damit du halt auch gegen die besten Teams bestehen kannst. Und da auch um Sieger mitfahren kannst. Also, es ist schon viel besser als das alte. Also, ich weiß, ist es im Angebot oder wie? Also, Kuschelschlange, ich bin auch bei dir. 97 definitiv. Erst recht mit dem Sheet, mit dem, ich glaube, 2000, Formel 1 2000 hieß das dann oder wo, wo man dann am Schweben war. Das war gar nicht mal so schlecht. Hatte man zwar keinen Sound mehr, aber. Hatte was. Oder na gut. Cats and Dogs, dann regnete es Frösche oder so. Formel 1 2000 ist ja leider nicht mehr so meine. Na, 97, meine wir reden von Formel 1 97. Oder 97, ja, von mir ist auch da, da war ich ja nicht mehr auf der Welt, Junge. Tja. 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 Da war ich schon 10. So, Position aktuell glaube ich sogar noch unverändert. So gut wie, meine ich. Also, Simple Green AJ ist also aus den USA, okay. Ja, schön zu sehen. Formel 1 95, ich glaube, das gab es doch nur auf dem Windows 95 sogar noch, ne? Ja, 97 war auch mein erstes. Also das Team spinnt irgendwie bei mir auf dem Handy total, also ich weiß nicht, was da los ist, die ganze Zeit online, danach wieder offline. Naja, aber solange die Zuschauer das noch sehen, ist doch gut. Well, Simple Green AJ, I think I'll be more to Project Cars 2.
Was? 17 warst du da? Ach du Kacke, nee. Also 97 war ich noch minus 2, Junge, also. Nee, minus, ja, minus 1. Brain, fuck. Ja, Markus, das stimmt. Das stimmt einfach. Der Matchspieler ist halt grundauf überarbeitet, die Karriere ist überarbeitet, du kannst halt wieder deinen eigenen Skin machen mit eigenem Helm und so, eigene Fahrernummer. Und. Du hast wirklich wie in Formel 1 2010 eine Karriere, einen Umfang, das hattest du schon lange nicht mehr. Das ist, glaube ich, sogar die beste Karriere, die du halt in dem Spiel hattest bis jetzt. Ich weiß nicht, auf was legst du denn besonders Wert in dem Spiel? Und kann ich dir dazu was sagen? So. Dominic Taylor hier auf eine Runde und das gerade, glaube ich, ein Audi rausgekommen. Ja, das hat schon ein bisschen Zeit gekostet, glaube ich, jetzt. Aber ja, Dominic Taylor hat sich schon verbessert, also auf Platz 9 jetzt, in der 56-4. So, und jetzt hat sich. Wer hat sich jetzt verbessert? Ah, ich war gerade in unsere Gruppe drin. deswegen Glaube, habe ich nicht Robert geguckt. Schulz hat sich jetzt verbessert. Wenn es mich nicht täuscht. Oder René Zahnfen. Ja, ich denke. Ah, für einen Ich Bentley glaube, Robert. könnte eventuell sogar eigentlich ein bisschen mehr drin sein. So, Maciolek jetzt auch unter der 55. 15.000stel Sekunden hinter Mario Felgut. Eieieiei. Und hinten haben wir nochmal dasselbe Spiel zwischen Robert Schuld und Dominic Taylor. Da sind es allerdings nur, lass mich kurz rechnen, 6, 46. Tausendsten. Also da ist schon ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem 46.000 Sekunden sind schon eng. Noch 2,5 Minuten haben die Jungs. Maciolek probiert nochmal die Boxeneinfahrt direkt dahinter sein Teamkollege. So, Sascha Fuchs ist noch auf der Strecke. Ja, man merkt schon, es wird langsam schon dunkel. Wenn man das jetzt mal so betrachtet. Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich. Ja, schon Es deutlich fängt schon an. dunkler als am Anfang der Trainingssession, muss man ja fast sagen. Ja, ich bin gespannt. Temperatur ist noch bei 25 Grad. So, jetzt müssen wir langsam mal drauf achten. 11 Minuten 30, es sind noch 1 Minute 30 Zeit.
um über die Linie zu fahren und noch eine Runde zu setzen. Alle, die bis dahin nicht über die Linie gefahren sind, dürfen keine weitere Runde mehr fahren. So, für Sascha Hagel und Sascha Fuchs wird das hier also definitiv die letzte Quali-Runde sein. Mal sehen, wer von beiden jetzt hier nochmal zulegen kann. Dann schauen wir nochmal. Da dreht sich ein Audi weg. Ende Sektor 1, René Zalfen ist jetzt an der Box. So. Na, Punkt, komm her. Wer bist du? Robert Schuld darf jetzt auch noch eine Runde fahren, lässt aber ausräumen. So, Mario Fehlgut darf auch noch eine Runde fahren. Bleibt jetzt über Startziel. Und das ist dann jetzt auch der Letzte, der noch eine Runde fahren darf. Ja, Mit dem wir GVD. jetzt in 10 gefunden. Kann ich dir Für ehrlich dich. gesagt heute nicht sagen. Komischerweise habe ich immer die Probleme, aber naja. Müssen wir jetzt mit klarkommen. Heute auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn das wirklich so schlecht ist von der Qualität. Bei mir war die Qualität ja eigentlich immer gut. Ich weiß nicht, ob das geht, mittendrin wechseln, aber. So, Sascha Fuchs verbessert sich. Naja, ich weiß nicht, ob er sich verbessert oder nicht, aber auf jeden Fall ist er jetzt safe auf Platz 2. Das ist schon scheiße ohne der Chef. Ja. Nein, nein, nein. Aber Mario fährt jetzt als letzter noch seine Runde zu Ende. Das bedeutet, dass das Feld hinter ihm schon safe ist. Wenn jetzt der Nein. Niklas nicht kommt mit seinem Safe, ne, dann weiß ich nicht. Nein, Wie Franz, nein? macht der Kalle nicht. Am Internetkabel rumkauen. Fingernägel, ja, aber nicht am Internetkabel. Also alles hinter Mario Fehlgut ist schon mal sicher. Manuel, Maciolek und Ruhe Rubin. jetzt. Ja, Okay, ich bin ART in ist. Nein, ich hab Manuel gesagt, nicht Ruhe. Jan. Na, du unterbrichst mich doch die ganze Zeit. Mimi. Und Mario Fehlgut hat nochmal zugelegt. Auf eine 54,5. Ja, Das richtig. ist doch. Das ist doch ordentlich. Ja, dann würde ich sagen, gar nicht viel Zeit verlieren. Ja Dom. doch, ich muss meine Blase entleeren. Ja, tu's. Jo. So, ich mach dann währenddessen schon mal hier das Foto für die Veranstalter hier.
Yeah, well, simple green. Here are some people who will drive at the moment. 53.2, as I read. Englischkappe. Was? Was? Ich glaube, wir brauchen mal langsam englische Moderatoren. Dann können nur noch 12 Leute an einem Rennen teilnehmen. Dann haben wir SimSportRacing.de und SimSportRacing.UK, weißt du? In einer Lobby. So, noch 20 Sekunden. Dann muss ich Audi Außer die fahren, ne? beiden ART-Jungs, die haben keinen Daumen hoch. Dann holen wir mal zum Sprintrennen. Yay! Wir hatten hier keinen mit einer Strafe im DRS. Das bedeutet, die Position werden wir frei behalten. Okay, we need you to come in and we'll try to fix her. Keep it steady on the way back to the pits. Be careful. She will be a handful. Ja, scheint wohl so. Kann ich aber leider nichts für. Was ist denn? Qualität und so. Hast du deinen Motorschaden schon? Ja, ich bin schon auch viel gut drauf. Oh, das ist aber nicht gut, wenn du den Motorschaden schon hast. Der arme Benz. So wollen es ja die Verantwortlichen hier. Sind aber noch verdammt schnell unterwegs, glaube ich. Jetzt könnte es hinhauen. Schaut alles sauber aus bei dir. Bitte? Alles sauber aus? Schaut das alles sauber aus? Ah, Hagel hat jetzt etwas stark verzögert.
Da wäre Severin eben fast draufgefahren. Ja, fehlt gut, lässt noch ein bisschen sehr viel Platz. Ja, wenn ich dem Tacho hier so Folge leiste und Glauben schenken darf, dann waren die im letzten Sektor doch etwas ziemlich schnell. So, und das Rennen ist gestartet. Fehlgut konnte seinen Platz soweit noch behaupten. Ja, fährt aber Kampflinie. Schließt aber auch vorne auf die beiden Z4 schon auf. Ah, Severin und Fuchs haben sich doch noch genug Platz gelassen. Aber Severin erstmal vorbei. Fehlgut muss allerdings auch jetzt schon sich breit machen, da Maciolek nicht vorbeizieht. Na, konnte sich jetzt doch erstmal weiter vorne behaupten. Ah, und hinter Maciolek Stefan Lacun. Ah, kann aber auf der Geraden einfach nicht dranbleiben und hat scheinbar den Bremspunkt verschlafen. Ah, und sogar noch einen Cut gekriegt und reiht sich jetzt ganz hinten ein. Direkt hinter seinem Teamkollegen Oliver Division. Dominic Taylor jetzt im Moment auf 9. Ah, gehen wir wieder nach vorne. Ah, Hagel konnte sich schon ein wenig Luft verschaffen. Ah, kam aber zu spät. Ah, oder zu weit in diese Linkskurve. Aber konnte Severin nicht für sich nutzen. Können sagen, der geht aber auch nie kaputt. Ja, der braucht schon sehr, sehr lange. So, Robert Schuld ist ziemlich nah an Rubin. So, ich bin an der Box. Wir sind immer auf 2. Ja, richtig. Severin hatte sich in den ersten 2-3 Kurven durchsetzen können. Ja, ich konnte das halt leider nicht hören wegen dem Audi, der war so laut. Da haben wir schon eine kleine Lücke, die anfängt ab Roger Rubin auf Platz 6. Oh, Severin. Ein Cut gekriegt. Und kommt jetzt direkt zwischen Maciolek und Fehlgut. Wieder rein. Maciolek hat sich neben ihm in die Kurve gesetzt. Ja, das war Sascha Fuchs. Der wahrscheinlich den Bremspunkt auch wieder ein wenig verschlafen hatte. Ah, und Maciolek jetzt auch ein Cut. In der vorletzten Kurve. Eieiei, und da hinten kracht es nochmal mit Robert Schild auch noch. Jetzt ein Beschleunigungsduell zwischen den beiden Aston V12 gegen Bentley V8 Sprint Turbo. Ja, der Aston, der geht aber deutlich vorbei. Das ist ja mal Wahnsinn. Ja, Maciolek will natürlich jetzt wieder nach vorne. Direkt vor ihm seinen Teamkollegen Rubin. Oh, und da jetzt vorne Severin Blümer. Severin Blümer. Oh, Berührung. Ah, sich hat nebengesetzt, aber immer noch nebeneinander. Boah, boah. Ah. Boah. Jungs, Runde 4. Es sind noch ein paar Runden. Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, jetzt sitzt er viel auf der Bremse. Ja, aber über Boah. Kurven nebeneinander, das machen sie klasse. Klar, der ein oder andere Lackaustausch, aber alles im Rahmen. Ah, Blümer jetzt scheinbar vorbei. Ja, Fehlgut hat wirklich Probleme, da dran zu bleiben. Warten wir mal auf einen Gerade ab. Ah, das Auto, ja. Kollision auch noch. Maculek mit Fehlgut. Fehlgut hat das Auto weggehauen. Und dann ist Maculek voll rein. Das müsste sogar einen Aufhängungsschaden geben bei Mario. Auto an sich sieht. Ja, doch, hinten links. Hinten links hat er auf jeden Ja. Fall eine kleine Verformung. So, und hinter Mario Fehlgut bin ich in das nächste Dreier gespannt. Oder erstmal Zweier gespannt zwischen René Teifen und Oliver Döschen in Platz 8. Schalten wir mal drauf. Ja, und auch Taylor ziemlich nah dran. Und von hinten kommt auch noch Lacoon. Jetzt ist es wirklich ein Vierer gespannt. Acht für Grüne, Neune. Bleibst du mal da drauf, dann schaue ich mal durch den restlichen Feld, wenn es geht. Ja, René Zahlfen hat im Moment deutlich Probleme, die Linie zu halten. So, Mario Fehlgut ist jetzt an Robert Schulz dran. Auf eine Sekunde. Aber hinten scheint spannender zuzugehen. Oliver Ja, Döschen im jetzt Moment bei auf René jeden Fall. Zahlen. Division dran. Ah, zeigt die auch jetzt schon einmal. Ich bleib mal vorne drauf. Jetzt auf der Geraden Benz vor 8 gegen Bentley vor 8. Gut, natürlich für Taylor. Ja. Taylor ist jetzt auch dran. Berührung, Berührung ist klar, aber ich muss mir überlegen, wir haben hier wirklich Profis am Start, die das noch auskorrigieren können. Also da brauchst du dann auch noch eine falsche Bewegung zu machen, dann ist es nicht nur eine Berührung. Also Hut ab, dass man da so fahren kann miteinander.
Aha, Fehlgut jetzt verdammt nah dran. Ja. Du merkst schon, in Sektor 1 kann er schneller. Doch der Grad war eben leicht schneller, aber halt eben zu langsam. Also zu langsam schneller als der Wendling. Sehen, ob er das jetzt machen kann. Guter Ausgang von Mario. Er ist jetzt schon schneller als der Wendling. Kann er da was machen? Ja, er setzt sich daneben. Und setz dich durch. So. Nochmal enge Kiste gerade gewesen. Also da war der Robert Schulz nicht ganz weg. Aber gut gelöst. Finden immer noch Stefan Lacan und von mir Zeichen. Ja, warum fahren nur 11? Ich glaube, ihr habt sogar Problem, dass gleich zwei Fahrer abgesprungen sind. Noch richtig? Also gibt es im Moment nur den Fehlgut bei euch im Team? Ja, und ich glaube, ein angemeldeter Fahrer ist heute nicht erschienen. Ja. Und bei Robert Schild war schon von vornherein nur er selbst angemeldet. Aber auch wenn wir hier nur 11 Leute haben, die Spannung ist trotzdem da. Denn die Zeifen hinten auf Platz 9 gegen Stefan Lacan auf Platz 8, die kämpfen darum die Pole Position fürs nächste Rennen. Davor haben wir ein sehr dichtes Dreiergespann zwischen Andreas Maciolek, Mario Fehlgut und Robert Schuld. Die kämpfen um Platz 5. Dann haben wir einmal den einsamen Roger Rubin auf Platz 4. Und dasselbe lässt sich nochmal auf die 3 Z4 vor ihm widerspiegeln, auf Severin Blümer auf 3, Sascha Fuchs auf 2 und Sascha Hagel auf 5. Da ist vorne Spannung. Ja, das vordere Feld. Naja, also Hagel hat vor Fuchs 3,5 Sekunden Vorsprung. Der hat dann wiederum 4,5 Sekunden Vorsprung auf Blümer. Und der wiederum hat 3 Sekunden auf Rubin Vorsprung. Also, ich sag mal, im Schnitt irgendwo zwischen 3,5 und 4 Sekunden bei den ersten 5. Also, das ist hier wirklich spannender. Muss man im Moment wirklich so sagen. Ja, wir sind. Also die vorderen 4, 5 haben jetzt die 9. Runde begonnen. Warum die Spitze jetzt im Moment nicht gezeigt wird, habe ich gerade erwähnt. Immer zwischen 3,5 und 4 Sekunden. Abstände vom ersten und dem fünften quasi jeweils immer. Da ist das hier deutlich spannender. Ja, die Abstände siehst du leider auch nicht. Das ist uns im Moment leider nur beim PC-Stream möglich. Und den haben wir alle 2 Wochen am Sonntag immer zur Liga A. Da sieht man dann auch die Live-Abstände. Im So. Moment wirklich Schuld am nächsten dran an Fehlgut und hinten Taylor an Division.
Wo es dann um, ja, die rote Laterne quasi geht, heute in diesem Feld. So, jetzt Runde 10 hat begonnen für die Führungsriege. Ja, aber die Abstände sind da immer noch gleich geblieben. Und Taylor musste auf den Division abreißen lassen. Und hat schon Maciolek, der ist jetzt schneller als Fehlgut und Schuld. Aber wahrscheinlich, weil die Reifen bei Fehlgut und Schuld schon nachgeben. 57er Zeiten bei Mario und 58 bei Schuld. Also das ist schon die Pace, die das hinter das Feld geht. Also da scheinen die wohl eher nachzulassen. Aber die machen es hier nochmal spannend. Ja, zwischen den beiden wird das wahrscheinlich wirklich bis zum Ende des Rennens so weitergehen. Boah, Blümer hatte wohl ein größeres Problem. 8 Sekunden jetzt auf Sascha Fuchs. Na, oh, und Fuchs mit der schnellsten Runde jetzt. 54,4. So, das sieht man vielleicht beim Blümer etwas. Ne, wird wahrscheinlich einfach nur ein Cut gewesen sein. Aber Roger Rubin wittert gerade noch mal seine Chance. Der muss jetzt einfach nur rankommen. Also wir sehen hier im Chat, also die Streamqualität, die ist ja anscheinend nicht so gut. Ich denke mal, fürs Hauptrennen können wir das vielleicht hinkriegen, dass wir mal wechseln die Rollen. Ja. Damit wir im Hauptrennen eine bessere Qualität haben. Ich weiß nicht, ob das geht, dass ich das mit dem Co-Account streamen kann oder ob wir das Account sogar komplett wechseln müssen und eine neue Lobby machen müssen. Wir müssen dann wechseln und neue Lobby. Nein. Machen wir dann so. Na gut, dann kommt es ja halt schnell eben zu kleinen Verzögerungen, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Vertretbar. Ja. Dann seid ihr, ihr Zuschauer, wenigstens mal glücklich und nörgelt nicht die ganze Zeit im Chat rum, ey. Ist das Problem wenigstens auch gelöst? Ich weiß, natürlich wissen wir, dass es gut gemeint ist von euch, aber naja, das kann man ja eigentlich nie vornherein wissen, dass die Connection jetzt wieder ein bisschen einbricht bei Kalle. Er hatte ja den Test gemacht, da war es sehr gut, die Verbindung, und jetzt ist sie es halt nicht, also naja. Da muss der Kalle mal den Provider auf die Finger hauen, dass das mal ordentlich läuft. Aber gut. Ludwig, wenn man diese App benutzen möchte, ist es so, dass man einen guten Computer braucht und in Verbindung damit eine Elgato, damit man das auf dem Computer spielen kann. Denn man streamt ja mit dieser App halt über das Computer. Und das Problem ist, nicht jeder hat halt die Ausstattung dafür, sprich Elgato und guten Computer, der dieses Streamprogramm und die App zusammenpackt.
Aber für Project Cars 2 haben wir schon gehört, da soll es auch vom Spiel selber eine Lösung geben, die es uns ermöglicht, quasi die ganzen Datenabstände zwischeneinander da auch schon anzugeben, im Spiel selber, ohne App. Aber da müssen wir halt abwarten, ob das wirklich so umgesetzt wird, dass wir damit was anfangen können. So, der Abstand zwischen Robert Schuld und Mario Fehlgut hat sich jetzt ein bisschen vergrößert. Fehlgut jetzt auch wieder mit 55er Zeit und das hat sich anscheinend wieder eingependelt. Karl, bist du da? Ja, ich bin auch schon auf dem Führenden drauf, der jetzt gerade die 54,3 gefahren ist. Letzte Runde überhaupt. Sascha Hagel hat jetzt schon Lichthupe schon mal gemacht. Hinten wird es nochmal spannend. Zwischen Mario Fehlgut und Andreas Maciolek, die sind jetzt eine Sekunde auseinander. Da hat er nochmal ordentlich Pace gemacht, der Mario Fehlgut. Sascha Hagel jetzt in der letzten Kurve. Ja, wartet, glaube ich, noch auf seinen Teamkollegen. So, Hagel übere Linie, Fuchs übere Linie und Blümer sichert sich den dritten Platz. Roger Rubin auf Platz 4. Uiuiuiui. Maciolek und Fehlgut ziemlich nah beisammen übere Linie. Also, da muss ich sagen, noch eine Runde und da wäre es heikel geworden, ey. Also wie Mario da auf einmal aufgeholt hat, der war jetzt in der Runde auch wieder 18. schneller als Ja, Maciolek. Laguna auf 8. Der Pole dann jetzt Position gleich die Pole Business. Position hat, richtig. Genau. Zalfen 9, Division 10 und Dominik Taylor auf 11. Und dann sind wir schon durch. So, Replays speichern, Jo, speichern, hab ich schon. speichern. Gut, dann machst du das. So, dann verlieren Gut. wir gar keine Zeit, unterbrechen den Stream.